Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Arr und auch Salvetus Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Against Total War Warhammer 2 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und ja, wir sind wieder zurück im Match, wer wird der beste Pirat, ne? Und was war denn das jetzt gerade, Merp? Erklär das, mal. Ja, da kam jetzt diese eine Hochelfe ran und hat es halt das, was ich gerade eben erobert hatte, jetzt mir wieder weggenommen. Das ist halt gerade mitten in der Anmoderation passiert und ich habe einfach gedacht, komm, jetzt klicke ich ja gleich auf Berechnen. Und witzig, okay. Die Drolla plündert das nur. Hey, Jung, Mädel, ich mache ja Infamie. Die hat's nur geplündert, als ob mich das jucken würde, weißt du? Also manchmal verstehst du die KI auch nicht so, ne? Nee, ich nicht, ich nicht. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich meine, ganz im Ernst, die Stadt ist mir relativ egal. Also die ist mir wirklich völlig egal. Ja. Weil die will ich nicht halten, die kann ich nicht halten. Was ich jetzt vorhabe ist, verrate ich nicht, aber wer bei mir zuschaut, der ahnt schon, was ich hier quasi so für eine Route vor mir habe und vielleicht auch warum ich das tue. Nur so eine leichte Andeutung. Habe ich aber nur mal mit der Maus kurz mal so angedeutet. Ich bin gespannt. Das ist der Masterplan. So, zeig mal hier gerade meine Gegner. Boah, aber ganz im Ernst, diese Tore da, Adlertor, Greifentor, das sind Dinge, die kannst du gar nicht einnehmen. Ne? Also das kannst du völlig vergessen, die niederzureißen. Ja. Das ist tödlich. Das bringt auch nichts tatsächlich. Ja. Da macht man einfach nur einen Bogen drum. Ne? Aber ich finde es auch gut, wie die das jetzt geändert haben. Oh mein Gott, sie haben die Siedlung ausgeraubt. Was ist das hier? Piratenhafen. Einkommen aus Schmugglerbucht. Was? Töte den Abschaum, bekomme ich 3000. Geil, ich habe einfach mal so 3000 geschenkt bekommen. Das ist ganz cool. Ich nehme fast immer die 3000, weil ich überlege, immer so 30% mehr Einkommen, da kannst gar nicht so viel Kohle damit machen eigentlich. Ne? Aber richtig. Das hängt wahrscheinlich davon ab, wie viele Städte du hast und so. Ne? Diese Schmugglergebäude, ne? Das ist ja, eine, ich glaube, das ist ja so ein bestimmter Gebäudetyp. Ja. So, Moment. Ich muss hier gerade eben einen Move machen. At last we will feast. Wo ist das? Nee. Onward, crew! Nee. So. Das muss ich auch noch wählen. Sollten wir vielleicht auch noch. Also, die sollten wir eigentlich alle wählen. Ich finde jetzt nicht so schlecht. Also. Ist auf jeden Fall besser als das hier. Ich sag dasselbe, was ich neulich schon mal gesagt habe. Bitte Zitat hier einfügen. Ja. Aber ich gebe zu, ich habe vom Besten gelernt, diese Strategie anzuwenden von dir. Diese Strategie kommt von dir. Und diesen zwei Armeen, die machen es halt einfach sehr viel leichter. So ist es. So, und jetzt habe ich tatsächlich hier den Level up und nun reitet sie auf einem verwesenden Leviathan. Du glaubst es nicht. Geil, welchen Level hat die denn jetzt? Jetzt hat sie Level 18 und hat zu 9800 Hitpoints. Das Mädel ist witzig, jetzt ne? Wie schnell die hochgelevelt ist bei dir mit dieser Vorgehensweise, ne? Mhm. Ja, das Mädel ist jetzt noch dicker geworden. Das ist ja, also Hashtag No Fat Shaming, ne? Ja. Ich bin ja selber ein dicker Typ, also ganz im Ernst. Ja, schon okay. Du weißt, wie ich das meine. Ja, deswegen will ich das auch gerade eben nur mal betonen. Also manche Leute, die mich noch nicht gesehen haben, ich bin ja selber etwas fülliger. Manche würden sagen, nicht nur etwas. Atlas Victory! Nur weil man quasi etwas ausspricht, wie es halt ist, ist es noch lange nicht quasi ein Shaming oder eine Beleidigung oder sowas. Ja, nee, das ist schon okay. So, warte mal, kann ich da jetzt... Boah, Alter, ey, aber hier diese Zwerge, ne? Schaut mal, der erklärt mir den Krieg, wenn ich da hin will, brauche ich 100 Jahre. Ich muss ja einmal komplett außen rumlaufen und die Zwerge tunneln sich halt einfach so durch, ne? Das ist so, boah, nee, ne? No stragglers. Wurschtel. So ist es, ja. Okay, dann machen wir jetzt tatsächlich das da, weil darauf freuen wir uns schon seit Weihnachten. Das dauert einfach auch so.
Okay, also wie komme ich da... Wie komme ich da ran? Wie komme ich da ran? Wie komme ich da ran? Gut so. Okay. Admiral. Oh, die Stadt ist sowas von am Ende jetzt, ey. Das ist düster, was ich denen antue hier. Ich sehe schon, du warst hier bei den... Du warst mal bei Zvorak, ne? Bei der Stadt Zvorak. Kann gut sein. Da, wo die Grenzgrafen halt sind. Ich versuche einfach gerade immer so deinem Pfad der Verwüstung zu folgen. Jetzt ist der wieder 44 Punkte vor mir, ey. Naja, durch die Plünderung halt. Du Mistkerl, du. Ich plane da noch schlimmere Dinge. It's a dasude. Guck mal, wo dieses scheiß Lachlang da halt ist. Lachlang. Das kleine Mangel, nee, auch nicht. Das will ich nicht. Aber er wollte mich doch verarschen. Angeblich kann ich hier nichts bauen. Das glaube ich dem Spiel, ist aber einfach nicht. Aha! Ich wusste doch, dass das Spiel mich mal wieder anlügt. Das bringt einfach eine öffentliche Ordnung. Ach, das bringt auch Geld? Ah ne, das ist klar, das Geld bringt. Das andere bringt. Was ich komisch finde, ist, ne? Also ich baue keine zusätzlichen Einheiten und trotzdem habe ich immer weniger Geld. Return. Ah. Ach so, jetzt weiß ich warum, weil die Kolystra, die reitet ja jetzt auf dem Olifanten da, genau. Das Delfin-Klist hier. Der Delfin reitet jetzt auf dem Wal. Oh, meine Runde. Jo. Thank you. The winds blow true. Ja, das ist so, glaube ich mal, safe nicht. Das lohnt sich halt original null. Okay. Ich brauche einen anderen Plan. Also gehen wir nochmal nach Mallorca, ne? Yes, Master. Wo ist denn bei dir Mallorca? Das ist aber nicht Fyrus, oder? Moment. Ach, ich hab so. Oh ne, dieses Rätsel. Okay. Was muss man hier nochmal finden? Das muss so rumgedreht werden, ne? Und dann. Ja, also das sollte passen, ne? Und das ist ja so dieser Winkel. Also das da passt auf gar keinen Fall, finde ich, ne? Tickt da die Zeit eigentlich weiter oder ist sie angehalten? Die ist gerade eben interessanterweise angehalten, was ich in gewisser Weise eine dämliche Entscheidung finde, weil das ist ja dann eigentlich ziemlich blöd, also dass der Spieler dann halt einfach dadurch mehr Zeit bekommt, ne? Ja. Na gut, aber es ist halt so. Hä, aber warte mal. Das geht doch nach Farben, ne? Dieses Symbol. Wie so oft weiß ich nicht, was Günther meint. Und bei diesem komischen Rätsel. Und dieses Symbol ist ja gar nicht dabei. Das ist aber echt, also, hey, warte mal, also ich kann das ja, also ich kann das ja so, ne, das kann man ja so drehen, ne, so hier dieses Symbol zum Beispiel, ne, das ist hier und dieses Symbol hier, das ist gar nicht, das ist nicht dabei, ne, das sehe ich hier unten nicht, dieses Symbol, das ist hier
Und obwohl ich das jetzt hier ja richtig verbunden habe, oder geht dieses Puzzle anders? Also okay. Nochmal ganz kurz, die Alten haben auf der ganzen Welt Macht hinterlassen, während die Jahrtausende entlang sind. Um den Schatz in die Finger zu bekommen, müsst ihr das Rätsel lösen. Die Alten glaubten, dass Ausrichtung alles sei. Ist ja auch richtig, ne? Das ist dasselbe Rätsel, was ich hatte. Und jetzt habe ich hier unten, also ich kann, also auf Rot, also wenn die roten Sachen, die können es nicht sein. Rot ist impossible. Es könnte noch ansonsten. Ja, und gelb kann es auch nicht sein. Also es muss blau sein. So, und blau zeigt auf drei Symbole. Nämlich auf dieses Symbol, auf dieses Symbol und auf dieses Symbol. Und dieses Symbol ist nicht hier unten mit dabei. Was doch echt merkwürdig ist, ne? Findet ihr nicht auch? Okay. Also nur für den Fall der Fälle. Also das kommt dem Ganzen noch. Am nächsten haben wir dieses drin und da haben wir dieses nicht drin. Da haben wir der, nee, das ist ja Quatsch. Das ist ja Kokolores. Das ist echt kompletter Käse. Das ist doch wirklich kompletter Käse. Oder ich interpretiere irgendwas. Komm, ich rate jetzt einfach, ich sage jetzt, es ist das. Okay, war richtig geraten. Aber Leute, das hätte man auch ein bisschen. Also jetzt mal ernsthaft. Ja, also, ne, war geraten. Sorry. Okay. Aber klingt Hauptsache nach richtig geraten. Rätsel, an dem andere. Ich gescheitert bin, also, wo ich mit ja, Logik rangegangen war, wo ich auch gesagt habe, quasi, ich hatte am Ende zwei. Es muss das und das sein, ne? Und dann, ja. Also, ja, weil sich dann Farbe und Ausrichtung, also Farbe oder Form oder was auch immer das war, ich habe es gerade eben im Auge, die widersprechen sich die Ergebnisse. Ja, so den Eindruck hatte ich auch gerade. Na, ich werde es ja bei dir dann sehen. Genau, ja. Ja, du wirst es sehen und wirst dich wahrscheinlich genauso wundern wie ich, dass es das jetzt war. Ich wollte das hier ausbauen, ne? Das hat jetzt gerade so kohlemäßig noch nicht so ganz hin. Du fährst jetzt mal hier hin. Hui, hier hat mal eine Schlacht stattgefunden. 3300 Verluste. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass ich irgendwie nie was Cooleres ausheben kann aus diesen Verlusten, weißt du? Ich komme irgendwie nicht über diese Standardeinheiten hinaus, obwohl bei den Vampiren kannst du ja theoretisch irgendwann mal die geilsten Sachen da rausholen. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, also es kommt tatsächlich auch darauf an, was das so für eine Schlacht war und welche Einheiten da so abgenippelt sind. Dann kriegst du da auch besseres Zeug, ne? Aber, ja. Ich habe halt immer gedacht, das hängt auch so ein bisschen mit der Zeit zusammen. Also ich habe schon YouTuber sagen hören, also du musst das so ein bisschen inkubieren lassen, dann würden dann die Einheiten daraus entstehen. Habe ich auch mal gehört, interessanterweise, ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, zum Beispiel hier vorhin bei diesem Ding, Steinminenturm oder so, ne? Da hätte ich sogar Mörser bekommen und sowas, ne? Wenn ich da die Armeen ausgehoben hätte. Was ich ja schon echt irgendwie dann ein bisschen krass finde, ne? Ja. Ja, echt ein bisschen komisch. Okidoki, so, Helden, bitte. Heldenaktionen. Peter. Du bist ja noch dabei, mir hier so ein. Hat er gerade sexy gesagt? Ne, der hat gesagt Set Sail, ne? Es klang so, als hätte er gesagt, so sexy. Ich will gar nicht wissen, was so einer sexy findet. Ja, der ist auf jeden Fall zu sexy für seinen Kadaver, ne, will man sagen. Okay, so, nächste Runde, komm. Mehr Nekrophil-Witze. So, der
Lurchi des Sotek und Kult des Sinnesfreuden. Das Lustige ist halt echt, ich habe das Tor an Rock, hat jetzt eine 44-prozentige vampirische Korruption. Die Dunkelelfen haben das besetzt und da sitzt tatsächlich eine Piratenbucht von mir drin. Ah ja. Die erhöht die vampirische Korruption. Aber das, ich habe gemerkt, das ist ein heißes Feuer, wenn du das machst, weil, wenn das nämlich nicht verteidigt wird, kann es sein, dass deine eigene vampirische Korruption dir deine eigene Piratenbucht wegnimmt. Wenn nämlich dann die Vampire dort sich erheben und rebellieren und die Stadt zerstören, ja, ist ja, das ja. Witzig. Das ist halt doof, dann weißt du das. Ja. Was willst denn du jetzt hier? Was? Die wollen jetzt auch ein Militärbündnis? Ganz im Ernst, warum nicht? Ich lass mir das teuer bezahlen von diesen Dunkelelfen. Entschuldigung, das dauert kurz. Ja. Ja, für 1800 habe ich jetzt hier mit weiteren Dunkelelfen. Die Dunkelelfen finden mich so geil. Also die sagen, hey, die Untoten machen unseren Job, yeah, die machen Ultuan platt und wir müssen es bloß noch besiedeln. Ah, okay. Ah, ja, ist das schön. Oh, was wollen die Grenzgrafen? Frieden? Never. Never ever. Dafür kolonisierst du mir zu fleißig diese Städte, die ich abgerissen habe. Das Wichtige ist, sie sind am Leben zu lassen, ne? Damit er sie wieder auch zurückkolonisiert und du sie dann wieder draufschmieden kannst. Oh Gott, du willst mir Krieg erklären, ne? Ja, okay. Die Ritter von Origo. Die Ritter von Oreo. Die Ritter von Oreo. So ist es. Hashtag not sponsored. Amanar greift an, aber es interessiert mich nicht. Warte mal, was soll ich denn die Flotte? Solange er dich nicht angreift, ist ja okay. Boah, Alter, ey, das Delfinklist hier ist schon wieder vor mir. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Das Delfinklist hier? Ja, du bist das Delfinklist hier. Kylostra Direfin. Der Klistierdelfin. Ich behaupte, dass ich unschuldig bin. I didn't do it. Das habe ich tatsächlich getan. Jetzt reißt das Ding gerade ab, ne? Exactly. Das war von Anfang an so geplant. Mehrere Siedlungen niedergerissen hat der Typ jetzt schon. So. Diesen Level up. Tödliche Klinge. Auch ein Level up. Bessern wir mal die Untoten. This isn't the gods It's mine. Das Krasse in den Untoten ist halt echt, die können nach jedem Zug die Stellung Krieg erklären, ja. Hallöchen, meine Liebe. Avalon, Alariel, die Strahlende. Ich komm mal vorbei. Boah, wie das aussieht, wenn das Ding läuft! Geht! Ist ja widerlich! Siehst du das auch mal? Guck mal! Ich sehe leider nichts. Das ist alles Fog of War. Ach so, okay. Ja, das hat eine riesige Krabbe des Todes. Okay, gut, Leute, also ihr seid schon gestraft genug, wenn ihr beim Merp zuguckt, einfach nur, dass die Troller da immer singt. Haut der da einfach so raus, ey. Ja. Das ist schon witzig, wie die KI dir einfach so eine Siedlung nach der anderen da oben vorwirft, ne? Ja. Erstmal spielen wir auf schwer. Obwohl, das wird wahrscheinlich gar nicht so einen Riesenunterschied machen. Nee, bei dem macht das, glaube ich, echt keinen großen Unterschied. Ja.
Warum gibt es hier in dieser Provinz mehr Unverdorbenheit? Es ergibt keinen Sinn. Und es war eigentlich, also es war, ich muss noch mal ganz kurz sagen, ne, das ist mega kacke, dass der mir den Krieg erklärt hat, weil diese Siedlung da einzunehmen, das lohnt sich halt auch so gar nicht. Ne? Es lohnt sich noch nicht mal dahin zu gurken. Okay, jetzt so habe ich den geilen Shit zur Auswahl. Boah, endlich. Fehlt mir die Bewegungsreichweite. Boah, endlich gibt's hier mal was Cooles. Ich beschwere mich jetzt nicht, dass Map so lange braucht, weil ernsthafterweise, ich habe vorhin mit meinem Kackrätsel auch lang genug gebraucht. So. Ja, das ist schon wichtig, das Ding hier zu bauen, ne? Das war jetzt cool. Das brauche ich nicht. Jetzt muss ich da unten auch noch was machen. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Was ist denn mit dem Schlag? Sag mal, irgendwo muss doch... Ah, da ist Lacklein. Also diese Leitheim-Suche kannst du aber auch einfach nicht übersehen auf der Schlachtfeldkarte, ne? Just so. Journey. Ah, ich hab dich gefunden. Ja, da stehst du rum mit deiner Level 22 halt. So ist es. In Mallorca. Ne? Mallorca, jetzt weiß ich auch nicht, was mit Mallorca meint. Ich hab immer nach einer Insel geguckt, als du es gesagt hast. So, jetzt bin ich wieder 300 Punkte vor dir. Mal schauen, wie lange das anhält. Oh, Halleluja, endlich. So, Stufe 3. Boah, Skill geil, activate. Ey. Wir weiterfahren. Da sind nice Kreaturen möglich. Ne? Das machen wir gleich. Erstmal. Hier. Ja, du hast irgendwas Doofes vor. Deswegen sehen wir hier hin. Dann. Okay, gut, ich wollte eigentlich was anderes machen, musste aber leider noch abwarten. Ah, endlich sind mal diese ganzen dämlichen Buffs alle weg. Weißt du, ich fände dieses Spiel ohne die Buffs tatsächlich auch besser. Ich muss es wirklich sagen, ne? Das sind aber zu viele, wie gesagt. Ja, es ist einfach too much, way too much. Total überladen. Ich habe jetzt endlich mal einen Mörser. Den habe ich jetzt gerade eben hier mal ausheben können aus einer dieser epischen Schlachtfelder da, die da rumliegen. Ja. Coole Sache. Das... Da wollen wir nachher noch was anderes, ne? Ja, das kostet mich alles Neues, aber der hat halt auch nichts, ne? Ich kann ihn aber auch nicht angreifen, dummerweise, ne? Nö, was wird dann? Bleibst du da einfach noch drin, Drachenfurz? So, war es Turnende? Ne, hast gespeichert. Doch, Turnende auch. Dummerweise nur, habe ich gerade vergessen, ich hatte ja noch zwei Agenten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die sich überhaupt bewegt haben. Angeblich ja. Naja, die sind wahrscheinlich geflitzt oder so, weißt du? Wenn du den Bewegungsbefehl gegeben hast, flitzt. Die hat sich nicht richtig bewegt und die hätte eigentlich, glaube ich, hier hochgemusst. Aber die ist okay, das kostet mich jetzt eine Runde Zeit, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Witzig, ich war gerade eben oben im Norden. Und da schneit's ja. Und dann habe ich runtergescrollt in den Süden
und hatte aber immer noch diesen Schnee auf dem Bildschirm. Bescheuert, oder? Das Klima leckt. Ja. Sieht man eigentlich nur seine eigenen Piratenbuchten oder sieht man generell, dass eine Piratenbucht ist, wenn jemand eine gebaut hat? Also falls du jetzt sagst, weil du eine Piratenbucht bei mir in Miraliano baust oder sowas, das ist schon okay. Also das würde ich, glaube ich, nicht sehen. Okidoki. Nicht, dass ich es vorhabe, weil ich... Ja, schon klar. Ich sitze tatsächlich in Ultuan. Ich bin im inneren Zirkel und mache da gerade im Uhrzeigersinn eine Stadt nach der anderen. Sag mal, eine blöde Frage. Könnten wir nicht irgendwie die Orks konföderieren, sodass sie dann alle sich in Zombies verwandeln? Ich glaube, das wollen die nicht. Auf jeden Fall will ich mit einer Fraktion, die nur eine einzige Provinz hat, kein Bündnis. Ja. So, die Ritter von Origo, wo sind sie? Da. Ich hasse dich, du Drecks... Naja, Rebellion steht bevor, wen interessiert's? Das bleibt alles easy und schmackhaft hier. Yes, my pretty. Yes, at once. Ja, komm, können wir hier rausfahren. Move, scum! We'll weigh anchor before long. Three sheets to the wind. Listen! Und der nächsten Hochelfenfraktion, den ich den Krieg erkläre. Einfach weil sie auf dem Weg sind. Ich hab die nicht so angeschlagen. Das waren die selbst. Sieht so aus, als ob die das gerade selber kolonisiert hätten. Nee, die haben es erobert. Hey, Junge, Alter, was ist denn krass. Du hast das Gute daran, da oben, wo du bist bei den Hochelfen, da gibt es halt auch nur Hochelfen, ne? Mhm. Und da kannst du halt wunderschön dich halt durchprügeln. Bei mir gibt es halt Menschen und Orks und Vampire und so. Das ist halt blöd. Irgendwann läufst du halt in so einen Gegner rein, ne, mit so einer Fraktion, wo du vielleicht nicht unbedingt halt den Krieg willst, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich beschwere mich auch gar nicht. Das läuft hier gerade eben eigentlich ganz cool. So wie ich der Meinung bin, dass das gerade eben laufen soll. Das ist eine echt angenehme Kiste jetzt hier gerade eben. So, ja gut, das ist. Was für eine Kiste? Eine angenehme Kiste. Was für eine Kiste? Nein, Spaß meine ich, sag's gemeint. Achso, ich verstehe es nicht. Okay. Da. Na gut, schade. Das lassen wir mal. Das lassen wir auch mal. Hier fehlt mir die Kohle. Ja, dann kann ich jetzt die Runde schon wieder beenden. Cool. Moment, ich guck noch ganz kurz. Und wir den Part an der Stelle. Theoretisch ja. Sekunde, ich bin hier gerade noch ein Diplo. Ja, passt. Also von mir aus, willst du speichern ja, oder so? Ja, machen wir. Gut, dann macht's gut, Leute, ne? Tschüss. In diesem Sinne, Pax Rubiscum Valeto und Arr.